Durch den Welterbestatus hat Bamberg Pflichtaufgaben, die es erledigen muss. Die sind über die Welterbekonvention vorgegeben und da haben wir den Welterbemanagementplan als ganz, ganz großes Thema, den wir jetzt auch angehen werden, das Thema beim Kultursenat und nächstes Jahr ist das bei uns die Top-Priorität und darüber hinaus liegt uns daran, Welterbe aus dem elitären Denken rauszubekommen, also auch neue Zielgruppen anzusprechen, Kinder, Jugendliche und nicht nur das Bildungsbürgertum. Die Touristen generell sind klasse. Das zeigt, dass Bamberg eine attraktive Stadt ist, dass sie Potenzial hat. Und klar, gerade für die Anwohner ist es nicht immer angenehm, sich durch diesen Pulk an Touristen wühlen zu müssen. Es sind jetzt für die Größe Bambergs nicht zu viele Touristen. Es ist einfach eine Frage der Lenkung. Und da haben wir jetzt mit der Gärtnerstadt einen wunderbaren Platz in Bamberg, der auch immer attraktiver wird, wo man das Ganze so ein bisschen entzerren kann.